Abdul, es geht weiter, mein Bruder, komm. Bitte schön. Vollgas, ne? Diese Action, Geschreie, so wie auf dem Markt. Das ist was Heimat hier. Heimatgefühle reinzubringen. Dieser Geruch hat mich hergezogen. Was soll ich machen? Man kann schwer abnehmen, wenn man sowas sieht. Sehr, sehr viel Liebe ist dabei. Ich will mein Geld mit meiner Schweiz verdienen. Das ist für mich sehr wichtig. Salat, alles? No problem. Was du willst, ich mache für dich rein, ja? Bruder, wie geht's? Oh, gut, danke schön. Saman, ein Dinertasche aus drei. Saman, ey, sehr. Mein Lieber, komm bitte nach vorne. Serko Joe Knight hat eine lange Nacht vor sich. Salat kann alles drauf? Gerne. Sehr, sehr viel Liebe ist dabei. Wenn ich den Döner mache, ich sage, das ist mein letzter Döner. Besser geht nicht. Karte? Gerne. Seine Schicht hat gerade begonnen. Jetzt am frühen Abend ist am meisten los in ihrem Dönerladen am Listerplatz in Hannover. Er betreibt ihn zusammen mit seinem Bruder Bibo. Bibo war schon den ganzen Tag im Laden. Wenn viel los ist, arbeiten die beiden Brüder auch nach Schichtübergabe noch zusammen. Serko, ein Menü Döner? Ja, ein Dönermenü, ein Lamajo-Menü. Zum hier essen oder zum mitnehmen? Beides hier essen. Gerne. Haus zwei, Bruder. Ohne Zwiebel, ja? Sonst mein Bruder wird sauer, ja? Ihr Dönerladen hat mindestens 12 Stunden geöffnet. Und das jeden Tag. Döner gilt als eines der beliebtesten Fastfood-Gerichte der Deutschen. Guten Abend, bitte, mein Lieber. Mein Döner. Gerne. Haus 3, mein Lieber. Döner, Krakarze. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, teilt Serko die Kunden in sogenannte Häuser ein. Die Verkäufer können dann den Kunden anhand seiner Hausnummer aufrufen und bedienen. Der Herr, bitte, Soße. Darf ich dir ein bisschen von unserer Dönersoße? Ja. Weil diese Dönersoße macht süchtig, weißt du, dann kommst du mal wieder. 43 für Sie, einen schönen Abend noch. Dankeschön. Serko übernimmt gerne die Spätschicht. Hier hat er am meisten zu tun. Nummer 3, ein Döner bitte, Hähnchen. Nummer 3. Ich brauche diesen Stress. Ohne Stress kann ich nicht. Ehrlich. Das ist mein Leben. Zu mir essen? Gerne, Bruder. Unser Ziel ist diese Action, Geschreie, so wie auf dem Markt. Das ist Heimat hier. Heimatgefühle reinzubringen. Das, was er mag, das, was er liebt. Hier ist Heimat. Das ist unser Ziel. Serko und Bibo sind im Irak geboren. Ihr Vater ist vor dem Krieg geflüchtet und hat seine Familie 1998 nachgeholt. Vor 15 Jahren haben die beiden Brüder dann den Dönerladen zusammen gegründet. Wir streiten uns manchmal, aber das ist Liebestreit. Aber das ist gut. Ich finde das gut. Wenn wir uns streiten, das ist immer die Liebestreit. Motivation für den nächsten Tag ist besser zu machen. Genau. Also ich weiß ganz genau, er geht nie weg und er weiß auch ganz genau, dass ich nie weggehe. Das ist das. Deswegen, wir können uns streiten. Wir halten immer zusammen, egal was passiert. Wenn er irgendwann sagt, er hört auf, genau in derselben Sekunde würde ich sagen, ciao. Also entweder zusammen oder gar nicht. Also wir sind da beide Tom und Jerry. Gegen 22 Uhr klingt auch der Kundenansturm allmählich ab. Bibo kann nun endlich den Feierabend antreten. Doch für Serko ist noch lange nicht Schluss. Und dann auch noch das. Ein Teil der Beleuchtung fällt aus. Manchmal, wenn wir zu viele Geräte anmachen, dann passiert das. Aber das ist einmal im 6 Monaten und heute ist das passiert. Die meisten ihrer Mitarbeitenden sprechen wie sie selbst auch Kurdisch. 25 beschäftigen sie. Also, ich weiß nicht, als Chef zu Hause sitzen, ist das nicht langweilig irgendwie? Weiß ich, für mich wäre voll langweilig. Ich kann das nicht. Ich will mein Geld mit meiner Schweiz verdienen. Das ist für mich sehr wichtig. Und nicht mich hinlegen und irgendwo sitzen.
er hilft uns einfach über alles, wie einer Jogger. So manch, wo jemand ist auf Brot, die nimmt Kunden. Ja, Serko sind über alle. Die sind alle mit Herz, Seele und Blut dabei. Ja, ist so. Ist so, genau. Die sind auch ein Teil von mir, ich bin auch ein Teil von denen. Deswegen, also mir macht das Spaß, ehrlich gesagt. Die Öffnungszeiten nähern sich allmählich dem Ende. Und die Dönerspieße tun es auch. Haben wir jetzt drei Personen, nur zwei Dönertaschen lang, nicht mehr, ja? Muss Lamm jetzt umdrehen, haben wir nur zwei Dönertaschen. Auf Lamm ist jetzt. Jetzt haben wir nicht mehr. Mittlerweile wissen sie genau, wie viel Fleisch auf den Grillspieß kommt, damit am Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt. Und auch um 10:30 zieht es die Kunden noch immer in den Laden. Wir wollten eigentlich zur Bank, aber dieser Geruch hat mich hergezogen. Deswegen. Aber was soll ich machen? Man kann schwer abnehmen, wenn man sowas sieht. Deswegen. Nach dem Training braucht man wieder Power, ne? Daher. Ich kenne den Laden noch, wo er ganz klein war, wo die Jungs noch hier alle selber angepackt haben, Tag und Nacht. Und seitdem verbindet uns eigentlich auch ein bisschen Freundschaft. Bist du richtig scharf? Ich wollte ihn weinen sehen. Ich glaube nicht, in Brasilien ist er noch scharf. Aber der ist sehr scharf. Ich esse auch sehr viel scharf. Der ist brutal. Der Begriff Döner-Kebab kommt aus dem Türkischen. Döner bedeutet so viel wie sich drehend. Kebab steht für Röstfleisch oder geröstet. Der Döner, so wie er hier verkauft wird, als Grillfleisch im Brot, gilt im Übrigen als deutsche Erfindung. Und die ist auch noch um 23 Uhr sehr beliebt. Offiziell ist jetzt Schicht im Schacht. So, wir machen jetzt mal für die Dame Soße, bitte. Scharf? Gerne. Unsere Kunden sind da, wir schließen nicht. Solange die kommen, wenn niemand Hunger hat, schließen wir nicht. Bis alles leer ist. Wollen Sie Käse? Nein. Kein Käse. Ich gebe dann meine volle Energie, was ich habe noch. Aber ich habe noch viel. Ich bin noch gar nicht müde. Guten Abend. Während Serko die letzten Kunden bedient, wird hinter ihm bereits klar Schiff gemacht. Das war Feierabend, das ist schon fertig. Jetzt kommt eine Fußbank und eine sauber machen. Feierabend hier, wir machen sauber jetzt. Gleich am Morgen wieder neues, alles sauber. Die fangen langsam schon an, die Geräte sauber zu machen. Also wenn du morgens hier reinkommst, dann denkst du, hier wurde gar kein Döner gestern gemacht. So muss das sein. Wir müssen auch genauso an morgen denken, um kleine Punkte zu finden, morgen besser zu machen. Das ist unser Erfolgssystem auch. Ende. Für die anderen Verkäufer bedeutet das nun Feierabend. Doch nicht für Serko. Für den 38-Jährigen geht es weiter. Ihm ist vorhin aufgefallen, dass das Heizelement eines Grills zu wenig Temperatur hatte. Unser Grill spinnt ein bisschen und ich muss jetzt den Grill reparieren. Die ganzen Geräte, die da oben stehen, sind sehr wichtig, weil der nächste Tag, wir können gar nicht arbeiten ohne diese ganzen Geräte. Also wenn ich gar keine Ahnung mehr habe, dann kommt jemand. Aber ansonsten, da wo ich machen kann, mache ich immer alles selber. Wichtig, denn zu dieser Zeit erreicht man keine Handwerker mehr. Serko hat bereits einen Verdacht. Eine Düse, die dem Grill das Gas zuführt, könnte verstopft sein. Ich habe damals bei meinem Onkel in Heimat gearbeitet, als Automechaniker. 2 Jahre habe ich das gemacht. Aber ich war ein Kind und das habe ich immer noch in meinen Händen. Deswegen. Der 38-Jährige lag mit seiner Vermutung richtig. Das Problem ist behoben. So, wir machen jetzt langsam die Lichter alle aus. Die ganze Kühlungen aus. Wir schlafen. Also hier gibt es keinen Schlafen. Wir sind hier auf vollem Betrieb. Voll dabei. Bis um 4 Uhr morgens bringt die Putzkolonne nun alles wieder auf Vordermann. Noch immer kein Feierabend für Serko. Bestände kontrollieren, Einkaufslisten schreiben und weiter auf den Großmarkt. Frische Ware besorgen. Von einem internationalen Reiseportal wurde ihr Geschäft zum 7. besten Dönerladen Deutschlands gekürt. In Niedersachsen sind sie demnach die Nummer 1. Das macht uns sehr stolz. Das gibt uns jeden Tag Kraft, motiviert uns, dass wir das jeden Tag
diese schwierige Arbeit nach vorne ziehen. Heutzutage Döner gibt es in jeder Ecke. Aber du musst dich anders präsentieren als anderen. Man kann das gar nicht beschreiben oder sagen, wie viel Liebe, wie viel Arbeit in diese Döner steckt, der Kunde bekommt. Etwa 16.000 Dönerläden gibt es in Deutschland. Guten Morgen. Morgen, morgen. Rund 25 Obst- und Gemüsehändler tummeln sich auf 230.000 Quadratmetern. Inzwischen weiß Serko genau, wo die frische Ware auf dem Großmarkt in Hannover zu finden ist. Alles, was da oben liegt, ist nicht frisch, ne? Mitarbeiter Musa ist Serkos rechte Hand. Schon seit 8 Jahren gehört er zum Team. Hier wird immer gesungen. Türkische Paprika Kirene. Sivri, Charlie, welches? Dünn. Beides türkische. Ja, guck mal. Das Sivri ist das auch nicht scharf. Hier helle auch nicht scharf. Du brauchst hart oder? Nein, weiche. Der Dünne. Der Dünne weich ist es. Ja. Dann hart ist es. Nein. Oder willst du scharf? Andererseits. Nein, nicht scharf. Dieses. Okay. Wir sind selber scharf. Kein Problem. Okay. Welche brauchst du? Wir haben viele Sorten. Auberginen. Woher erkennst du gute Auberginen? Frische? Ja. Yeah. Hier muss grün sein. Nein. Doch. Nein. Doch. Du musst. Nein. Du musst. Guck, 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 guck. Das ist alles. Hörst du? Jeder war so. Hörst du? Jeder war da. Vorne muss grün sein. Das frische geschnitten ist. Aber. Frische Petersilie erkennst du, wenn er strahlt und dich anlächelt. Guck. Die Blätter stehen. Wenn die so runtergehen, das heißt, der stirbt langsam. Aber der ist gerade so wie ein Baby. Gerade geboren. Qualitätskontrolle hat Serko schon von seiner Familie aus dem Irak gelernt. Also aus unserer Heimat kennen wir diese ganze Sache. Wir sind mit unseren Onkels, wir waren Kinder, mit denen auf dem Bauer. Wir haben Gurken, Tomaten, alles selber gemacht. Also wir sind nicht mit diesen Berufserfahrungen sind wir dadurch stark geworden. Nein, wir kennen diese ganze Gemüse, Obst durch unsere Heimat. Der Großmarkt in Hannover gehört zu den 5 größten Märkten dieser Art in Deutschland. Rund 1.000 Beschäftigte arbeiten hier. Serko kennen fast alle. Guten Morgen. Salam alaikum. Salam alaikum. Ja, wir kommen jeden Tag, sitzen uns an diesem Tisch und erzählen uns den verlaufenden Tag. Wir haben immer frische Kaffee und frische Tee. Ja. Immer frisch. Wir sind eine Familie hier. Wenn man jeden Tag hier ist, ne? 17 Jahre. Ja. Das ist unsere Familie. Hannoveraner? Ja, ich sehe Serka mehr als meine Frau. Die Preise für frisches Gemüse sind auf Rekordniveau angestiegen. Im Jahresvergleich um rund 19%. Mach ich Auto rein? Ja, mach mal Auto rein. Ich hab schon kontrolliert. Okay. Alles klar. Danke dir. Zurück am Lister Platz. Hier hat um 6 Uhr morgens bereits Salatschneider Wallat mit seiner Arbeit begonnen. Nach Serko ist er meist der Erste im Laden. Ich habe für dich die frische schöne Salat, ja, frische Salat. Frische Ware, was gut, auch super. Was man gab, habe ich für dich geholt. Also super. Ich habe, du kannst heute mit Gewissen, gutem Gewissen nach Hause immer, gehen. Immer, Chef. Das schenkst du heute deine Frau. Frau? Ja. Okay. Petersilien? Ja. Kein Problem. Ja, sagst du, das sind Blumen. Es ist sehr wichtig, dass man in jeder Position, also in jedem Platz arbeiten kann und sich mit alles auskennt, was man macht. Wenn du dich nicht auskennst, dann hast du direkt verloren. Der einst günstige Fastfood-Snack ist deutschlandweit teurer geworden. Doch an der Qualität und Frische der Waren wollen die Jonal-Brüder nicht sparen. Egal, was wir hier machen, man muss immer mit Liebe. Immer mit Liebe. Ohne Liebe. Genau bei Frau. Und immer selber probieren. Hauer!
Hol mal ein Brot. Und kleine Teller, bitte. So. So, das mal probieren. Mhm. Perfekt. Ja. Super. Ist scharf, bisschen süß. Perfekt. Super. Lecker. Besser geht das nicht. Nee. Während Serko unten Salate und Soßen frisch zubereitet, wird sich oben um die Hauptakteure gekümmert. Die Dönerspieße. Bis zu 100 Kilo können sie wiegen. 8 Uhr. Der erste Schichtwechsel. Serko ist schon seit 14 Stunden auf den Beinen. Der Rest übernehme ich. Okay. Ja. Zweite Halbzeit, sagen wir immer. Ja. Ja. Okay. Dann. Das machst du jedes Mal, kannst die Arbeit nicht sein lassen, ne? Nein. Reicht irgendwann, komm. Geh nach Hause. Ich übernehme das Brot jetzt. Okay. Hier soll bald schon der erste Döner über die Theke gehen. Noch ein paar letzte Vorbereitungen. Dann nehme ich auch mal mein Imbusschlüssel und drehe das nochmal nach. Ne? Und gucke, okay, es ist fest. Da bin ich mit meinem Gewissen. Alles okay. Und hier auch nochmal, drehe das nochmal fest und dann kann ich loslegen. 10 Uhr. Der Dönerladen öffnet seine Pforten. Die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten. Etwas Zitrone oben drauf? Ja, kannst du machen. Ja, gern. Das ist der frische Kick. So. Dann packen wir das Ganze für den jungen Mann ein. Das sind so die ganz frühen Döner, ganz am Morgen. Wie man sieht, Bauarbeiter? Fliesenleger. Ja, das sind so die ersten Jungs, die kommen. Da liegt die schönen Fliesen. So, Brudi, bitteschön. Hast du noch einen Wunsch, Bruder? Nein. 6 Euro, danke, Bruder. Wenn ich reinkomme in den Laden, sage ich Bismillah. Das ist so ein Gebet, so von Mama gelernt. Ne? Und wenn ich den ersten Döner rausgebe, auch Bismillah, dass heute so viele Döner verkauft werden, wie es nur geht. Ich hoffe, dass wir heute sehr viel zu tun haben werden. So. Das ist der Anfangsschritt. 2018 haben sie ihren Laden vergrößert. Angefangen haben die Brüder vor 15 Jahren hier noch ganz klein, auf der Hälfte der Fläche. Es gab Tage, ich erinnere mich ganz genau, da haben wir an einem Samstag einen Döner verkauft. Ehrlich, ein Döner. Du kommst morgens hier rein und gehst nachts um 12 Uhr nach Hause und hast einen Umsatz von damals noch 2,80 Euro gehabt. Wir haben Döner für 2,80 Euro verkauft damals. Ja, und hab mal die Motivation, weiterzumachen. Ich habe immer ein bisschen so ein Licht im Tunnel gesehen, ne? So ein ganz bisschen Licht. Hab ich gesagt, irgendwann wird's. Im Endeffekt hat sich das ausgezahlt und Gott sei Dank, sage ich. Sonst wäre das wär ein Genickbruch, wenn das nicht sich ausgezahlt hätte. Ja. Aber. Ja. Trotz aller Arbeit nimmt sich Bibo jeden Tag die Zeit für ein gemeinsames Frühstück mit Vater Asha. Ihr liebstes Gesprächsthema, Bibos Sohn Levin. Guck mal, Papa, hey. Er fährt schon Auto. Mein Sohn. Schön? Ja, schon viel. Ja? Ja. Er sagt, ich würde für ihn sterben. Sohn. Er liebt ihn wirklich sehr, sehr doll. Also, er will immer auch jeden Morgen ein neues Bild von ihm haben. Auch wenn ich keins habe, er sagt, zeig mir ein altes. Papa, ich habe keins. Dann will er trotzdem ein Bild haben von ihm. Ne? Ich liebe meinen Vater über alles. Und er hat uns sozusagen zu dem gemacht, was wir heute sind. Weil er uns nach von dem Krieg aus hierhin geholt hat. Nach Deutschland. Und es war so eine richtig heftige Geschichte, die er hatte, bis er hier angekommen ist. Das war 94 und dafür bin ich ihm immer dankbar. Ne? Aber das war sehr schwer für uns, ne? Weil Serko zum Beispiel, als wir nach Deutschland kamen, war er schon 13. Und du kannst keine deutsche Sprache und deswegen ist er ja hier im Gastronomie gelandet. Und Serko hat mich dann immer hier reingezogen, immer hier rein und irgendwann habe ich gesagt, ich bleibe bei Serko. Für gewöhnlich würde Bibo Schicht nun weitergehen. Doch heute hat er einen wichtigen Termin. Mit Mitarbeiter Raba will er heute eine neue Dönerproduktion in Lengede südöstlich von Hannover besichtigen. Unser Ziel ist es, regional zu werden, umweltschonender zu werden, dass wir unser Produkt aus Niedersachsen beziehen. Und wir haben da einen Dönerproduzenten gefunden, Dönerlieferanten gefunden, der das Ganze zusagt, was wir machen wollen. Ja, und dann gehen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich bin gespannt.
habe extra Serko nicht mitgenommen. Heute habe ich dich mitgenommen, weil du dieses Händchen dafür hast. Ich werde mal gucken, was er sagt. Was er verlangt auch am Ende, ne? Raba ist Bibos rechte Hand. Er ist der Mann für Außengespräche und Verhandlungen. Hallo, Chef. Alaikum salam, alaikum salam. Alaikum salam, Alhamdulillah, bei dir gut, inshallah. Sehr schön, Bruder, sehr schön. Wollt ihr euren Döner mal sehen, ja? Lieber Döner stecken. Jawohl, könnt ihr machen, kein Problem. Lass uns reingehen, gucken wir mal, wie Döner gefrittiert wird. Bisher lässt Bibo seine Spieße in Berlin produzieren. Das soll sich jetzt ändern. Jawohl. Hier wird Hackfleischdöner, Jabbakdöner vorbereitet. Auf der anderen Seite Hähnchendöner. Da gehen wir auch gleich rüber. Das ist unser erster Schritt hier. Hackfleisch kommt hier rein in die Kebablinie. Und dann wird es hier rausgesteckt. Hier. Siehst du hier die Form hier von der Größe hier? Da kommt das Fleisch in Form raus, die Hackfleischsorte. Als Jabrak bezeichnet man das reine Scheibenfleisch. Beim Dönerkebab wird das Fleisch im Wechsel mit einer Hackfleischmasse auf den Drehspieß aufgesteckt. Der Anteil an reinem Muskelfleisch muss hier nur bei 40% liegen. Und hier wird unser Döner gesteckt hier. Siehst du ja, Hackfleisch, Jabrak, Hackfleisch, Jabrak. Je nachdem, was der Kunde haben will, wird unser Döner dann gesteckt. Je nach Kilo, je nach Größe. Drehspieße mit der Bezeichnung Dönerkebab dürfen in Deutschland nur aus Rind- bzw. Kalbfleisch und oder Schaf- bzw. Lammfleisch hergestellt werden. Und von dann kommt auf die Seite, wird dann die Ränder schneidet schön runter, schön glatt runterschneiden, damit das schön sauber aussieht. Schön sauber runter. Ja. Und dann wird das in Folie eingepackt, hier so wie hier. Und dann hängen wir es an dem Wagen hier und kommt ab in den Schockraum rein. Und dann wird das Schockraum, das minus 40 Grad, wird eingeschockt. Und dann, nächsten Tag, ist dann fahrbereit, kann dann zur Kunde losgefahren werden. Wir haben immer unterschiedliche Gewürze für Drehspieß, für Kebab, für Jabrakdöner. Da habe ich ja meine eigene Gewürze. Und das würde ich dann dir einmal komplett geben. Kein Problem, wir haben unser eigenes Gewürz. Aber ja, wenn der Kunde sagt, pass auf, ich bring mein Gewürz mit deinem Fleisch, genau, kann man auch mischen. Ja gut, das geht auch. Weil der Kunde von mir möchte seinen Geschmack beibehalten. Ja. In Europa werden täglich 400 Tonnen Döner produziert. Allein in Deutschland erwirtschaftete die Dönerindustrie im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. Ja, und hier wird Hähnchen gesteckt, hier in zwei Sorten. Hier einmal rote Soße, einmal weiße Soße, je nachdem, was der Kunde haben will. Hier, so sieht das dann aus hier. So ist das im Gewürzzustand. Und dann kommt wie, das. Wie lange lässt sich das in Gewürze liegen? Stunde, zwei Stunden liegt es hier und dann kommt es dann in die Maschine. Das muss bei mir anders sein. Bei dir anders? Habe ich länger in Gewürze drin. Bei mir müssen wir extra Behälter lassen. Extra gut. Ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Wenn der Kunde anders haben will, alles was machbar ist, können wir dann erfüllen. Kein Problem. Das kriegen wir hin. So, wenn ich die Spieße hier sehe, die ganz klein, erinnere ich mich an meine Anfangszeit. Die waren zum Beispiel, hier steht 10 Kilo und wir haben angefangen mit 7. Und die war noch kleiner als sie. Ich erinnere mich noch ganz genau. Das war so 2009. Es kommen so alte Erinnerungen hoch, wenn ich die kleinen sehe. Weil ich habe die jetzt nicht mehr. Ja. Und es kommen so alte Erinnerungen hoch. Mittlerweile sind die Spieße in Bibos Laden mehr als 10-mal so schwer wie damals. Und irgendwann essen wir beide zusammen den Döner hier. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Ja. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, auf einen Nenner kommen. Es ist noch viel Arbeit, aber probieren wir aus. Ich glaube, er will Lister-Döner haben. Ich sehe das schon. Und wenn er es haben will, dann muss er den richtigen Preis dafür finden. Und das machen wir dann beide. Den Preis feilen wir noch. Das Fleisch ist das teuerste am Döner. Und auch hier ist der Preis gestiegen. So kosten Fleisch und Fleischerzeugnisse rund 22% mehr als noch im Vorjahr. Okay. So, Jungs, das war's dann, ne? Wünsche euch viel Erfolg noch, ne? Jo, schönen Tag noch, ne? Ja, mein Bester. Pass auf dich auf, ne? Ja, danke schön. Danke. Ebenfalls, mein Bester. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Zurück am Listerplatz. Inzwischen ist auch Bäckermeister Siaband am Werk. Auch das Brot backen sie jeden Tag selbst. Der gelernte Bäcker ist schon 54 Jahre alt und würde gern ein bisschen kürzer treten. Sein junger Kollege Azad soll ihn künftig unterstützen. Hier, wenn man arbeitet, muss Stress raus sein. Muss immer lachen, immer singen. Aber ich kann nicht singen. Zusammen lachen und ein bisschen nicht Busa, so, nein. Alles zu Hause lassen, hier immer arbeiten mit Liebe. Und guck mal. Ja. Guck mal. Ganz ruhig, ganz
locker. Mit Liebe. Mit Liebe. Du auch. Ein bisschen. Was? Ja. Viele Dönerladen hier in Deutschland kaufen in Bäcker Ladenbrot größer und schneiden vier. Aber das ist besser. So. Azad, läuft alles? Ja. Und? Kommst du voran? Schaffst du? Ja. Ja? Bringt dir der Meister gut bei, ja? Ja, ja, ja. Zeig mal, wir machen das jetzt mal zusammen, ne? Ne? Immer oben Puffer halten, ne? Dass der in der Mitte so einen Puffer hat. Okay? Ganz rund und Puffer halten. Mach mal für mich eine. Zeig mal. Ja, super, super. Versuch mal, dass hier keine Spitzen hängen bleiben. Ne? Guck mal, siehst du sowas? Das ist wichtig. Der darf das nicht. Der darf keine Spitze hängen bleiben. Wenn der hier so drin ist, wird das mehr Arbeit für uns vorne. Richtig. Verstehst du? So, einmal rund, wie eine Weltkugel. 300. Okay? Okay, Meister. Okay? Ich bin stolz auf dich. Was denkst du? Ja. Wann kann ich dich hier allein lassen? Wie lange noch? Ja. Da lacht er. Am besten nicht, ne? Ja. Weil Mamas Javant wird auch langsam. Älter und älter, ne? Beste Meister. Ja. Geh ich mal wieder nach vorne. Abdul, es geht weiter, mein Bruder, komm. Bitte schön, Vollgas, ne? Das Mittagsgeschäft ist in vollem Gange. Darf ich machen, wie ich es denke? Gerne. Ich mach dir einen Döner. Du wirst du nie in deinem Leben vergessen. Niemals, okay? Gerne. Magst du ein bisschen scharf? Gerne. Nur mit Hand geschnitten für dich extra. Wir haben zum Beispiel Gäste auch da, die zum ersten Mal hier sind, so wie der junge Mann gerade hier. Den muss ich, meine Aufgabe ist es, ihn zu überzeugen, dass er mal wiederkommt. Dass der Döner anders ist als die anderen. Also ich finde, von den wenigen Döners, die ich gegessen habe, ist es der beste. Salat, alles? So, Brudi. Brauchst du eine Tüte oder willst du Umweltverschmutzung ein bisschen mithelfen? Jawohl. So sieht das doch gut aus. Schön Fleisch. Salat, Bruder. Nur Çoban? Çoban ist auf Türkisch Bauernsalat. Alles außer Schaf und keine Zwiebel. No problem. Was du willst, ich mache für dich rein, ja? Für Bibo ist nun Endspurt. Seine Schicht nähert sich dem Ende. Serko ist bereits da, um zu übernehmen. Sag mal, Gemüsedöner, Lista-Döner bitte, der junge Mann hier vorne, ja? Eine Portion Pommes, alles zum Hieressen bitte. Alles gut? Ja, zum mit Emil. Ich will der beste Döner aus Deutschland werden. Und das schafft man nur, wenn man selber hinter seinem Produkt steht und selber immer besser wird. Und mein Ziel ist es, ich habe schon Gott sei Dank sehr viel geschafft hier in dem Laden, aber es geht noch mehr. Ich glaube, ich kann noch mehr. Man muss üben, trainieren, damit man jeden Tag, das ist jeden Tag Training. Und Spiel ist dann, wenn wir Nummer 1 werden in Deutschland. Dann ist unser Endspiel.